Spiele Unternehmer mit dem Gedanken, eine pauschalodierte Unterstützungskasse einzuführen oder ein alternatives System zu einem versicherungsförmigen System zu überlegen, ist als erster Schritt, nachdem er das System verstanden hat, nachdem er von seinem Berater aufgeklärt wurde, welche Wirkweisen, welche betriebswirtschaftlichen Nutzen es gibt, Mitarbeiterbindung, Vorteil bei der Mitarbeitergewinnung, Liquidität, Bankenunabhängigkeit, auch die Haftungsfrage im Unterschied, dass er diese Punkte für ihn greifbar und für ihn zusammengefasst einfach mal ganz konkret erfährt. Die pauschalodierte Unterstützungskasse wirkt sich bei jedem Unternehmen unterschiedlich aus. Es kommt darauf an, wie gestalte ich mein Modell, wie gestalte ich mein System, welche Zusagen, welche Zins, welche Arbeitgeberzuschüsse, wie variiere ich zwischen verschiedenen Mitarbeitergruppen und so weiter. Das sollte, habe ich Kapitalzusagen, habe ich Rentenzusage, das wird in einer Potenzialanalyse berechnet, vielleicht getrennt nach Rente, getrennt nach Kapital, dass ich erst die Unterscheidung habe und dann wirklich das Ganze bezogen auf meine spezifischen Mitarbeiterdaten, dass ich weiß, im Worst Case, das heißt, ich habe keine Fluktuation, alle meine Mitarbeiter bleiben bis zum Schluss. Ich habe ein aussterbendes Sorgungswerk. Wenn meine Mitarbeiter in Ruhestand geben, nehme ich keine neuen Mitarbeiter aus. Ich tue, wie wenn mein ganzes Unternehmen ausstirbt, auch die gesamte Unterstützungskasse ausstirbt, volle partielle Steuerpflicht. Ich unterscheide Rente oder Kapital, lasse das Wahlrecht auch beim Arbeitgeber und die Dinge mehr. Also so ein typisches Worst-Case-Szenario, unterstelle eine Lebenserwartung von 86 oder 90 Jahren zum Beispiel, dieses Worst-Case-Szenario mal berechnen, das muss die Entscheidungsgrundlage sein. Und anhand dieser Potenzialanalyse, da kann der Unternehmer dann entscheiden, ich brauche, oder sieht der Unternehmer, ich brauche eine Verzinsung in Höhe von x Prozent, um das Ganze jetzt für mich neutral auszufinanzieren. Dann kann er sich an der Größe, an dem internen Zins, den er für sein Unternehmen im Worst Case erreichen muss, dann kann er sich hier entscheiden, mache ich das Ganze, ist es interessant, was in der Regel so der Fall ist, oder bin ich so vorsichtig, dass ich mir zum Beispiel einen Zins von 3%, 3,2%, 2,9%, 3,5% langfristig einfach nicht verdienen traue. Ja, und diese Potenzialanalysen, die können es bei uns anfordern, die erstellen wir für die Unternehmer, wir berechnen das durch und variieren es und modifizieren es dann auch nach den Vorstellungen der Unternehmer, dass man wirklich ein maßgeschneidertes System für das jeweilige Unternehmen, bezogen auf sein Unternehmen, bezogen auf seine Anforderungen, seine spezifischen und vor allem bezogen auch auf seine Mitarbeiterstruktur und Altersstruktur im Prinzip finden.